Hallo und herzlich willkommen hier, Seidefabrik hier in Thüringen. Ja, der Tag geht zur Neige und ich fahre mal den restlichen Soja zum Hof. Und wir müssen noch die BGH bedienen. Ja, die Mission ist fertig, abgeschlossen. Und Geld verdient. Jetzt geht es darum, den Tag oder jetzt ein bisschen noch die BGH zu bedienen, dass wir da über Nacht noch laufen kann, lassen können, ne? Damit der ausfällt. Es wird dunkel. Ja. Noch weniger. Na, wir fahren dann mal Richtung Hof. Wir stellen den LKW erstmal ab. Auslangen, na gut, auslangen auch gleich. Das war nicht viel, aber immerhin, ne? Oh ja. Müde. So gerne. Naja, es ist 9:45 Uhr. Aber eine Folge mache ich noch. Und dann sieht ganz gut aus. Montag, Dienstag, dann die Marsch. Ungefähr 7 Folgen, dann genau 7 Folgen, wenn er weniger. Das war zu eng. Und dann ist der Urlaub auch abgesichert. Und darum geht's ja, ne? Und nach dem Urlaub sehen wir um ein dritten Projekt an der großen Karte. Mal schauen. Aber nach dem Urlaub erst. Ach, die Klappe oben gestoßen. Ach so. Ungünstig. So. Ich stelle mal hinten wieder ab. Beziehungsweise eine Waschen brauchen wir nicht. Wir stellen trotzdem mal hier hin, ne? War nicht mal mehr Licht gewesen hier. Mist es alle, aber das ist nicht gut. Das machen wir zuerst. Den Mist machen wir zuerst. Oder Gülle, Gülle geht auch. Dann kann man den Traktor nehmen für Mist-Anhänger nehmen, ne? Kommt dann auch, wie es sein kommen musste, hat man im Prinzip nachher mehrere Sachen zur gleichen Zeit. Gärreste ausbringen auf die Felder und Grasmehl. Ja, schauen wir mal, ne? Grasmähen geht automatisch. Gärreste eigentlich auch. Bei den kleinen Feldern fällt das nicht so ein Gewicht, wenn die mal eine Runde noch extra fahren, ne? Nachschub zu holen. Beim großen Feld ist ungünstig. Weil er im Prinzip, das klappt nicht so wie. Ja, woanders, im Vergleich ist man die Marsch. Da fährt er hin, wo es aufhört, ne? Und hier macht er die Runde von vorne, das ist ungünstig. Warum es so ist, ich weiß es nicht. Rauskippen und dann werden wir mal gucken. Abkoppeln gleich, ne?
Der Anhänger steht aber Misthaufen. Wüste. Das ist der Wahnsinn. Jo, wird ungünstig. Bitte voll machen. Hier arbeiten kann, ne? Muss nur Flutlichter aufstellen hier. Hauptsache, ihr könnt was erkennen. Ist er 19 Uhr? Nicht schlafen gehen. Gut. Da. Ist aber voll. Der Bunker. Mal schauen, sobald neue Kühe zu bekommen, ne? Aber erstmal den Mais. Maisfelder kaufen. Das sieht gut aus. Das Eigenmittel. Normalerweise Eigenmittel bleibt und dann ein bisschen Kredit. Damit man Eigenmittelprinzip den Notfall Groschen hat für unvorhergesehene Dinge, ne? Also komplett Konto leer machen, macht man ja auch nicht. Hoffen, dass gleich Geld wieder Geld kommt, ne? Wir haben ja im Grunde Wert am Hof, ne? Das ist ja nicht so, dass wir nichts da haben. Traktor allein ist ein bisschen wert. Drescher und Häcksler haben wir jetzt. Jetzt haben wir Hektar 2 oder 1? Wir hatten mal 2. Was haben wir noch? 2? Wir haben 2. Busch, hoch, hoch. Die Backauto, wenn man Gas geben will. In dem Fall die Bremse. So, Mist wäre erledigt. Jetzt die Ganztagssilage.
Remington Sheet. Fünf Stunden, ne? Ja. Das ist auch bald alle. Leider. Oder auch gut, weil wir dann Mais reinmachen können, ne? Dann können wir halt vier Siedler mit Mais machen, ist halt so. Wird aber Gras dann knapp werden, ja. Er wurde erst mal ein bisschen was, ne? Aber trotzdem ist es. Ja, es bleibt zwischen der. Nicht mehr viel, aber jetzt ernten ist dann. Ja, ist er dann. Ja, mehr kommt dann nicht, ne? Gut, die 5 ist recht groß. Ist gut gedüngt, ist gut. Kalt. Bei den Ballen, da kippelt er weniger. Weil hier ist er halt so, ne? Dann werde ich aber bald mal schauen, Kühe zu kaufen oder Bullen, Mastrinder. Jetzt kippt der Nüsse ab. Schon merkwürdig. Gras haben wir kaum. Nicht reicht. Gras sind noch 4 Stunden. Haben wir gesagt, bis 10 ungefähr, ne? Ja, das trifft auf. Ja, nicht ganz. Bisschen länger. Wahrscheinlich war auch Gras drin, war also ballentechnisch. Ey, ich will schon Wochen starten, ne? Ups. Beule. Braucht der Panzerblech. Am Morgen ist Tag 3, also letzte Woche im September. Müsste ich 3 Bahnen reinwerfen, dann müsste ich gut hinkommen. Auch nichts drin. Das meinte ich. Recht düster hier. Ah, doch, das hat einen großen Haufen lassen. Je 3 Wahlen, würde ich meinen.
Oder packen wir drei übereinander? Also sechs. Wir müssten mit 20 ausschmeißen, ne? Die nächsten Ballern kommen wir später, wenn wir isolieren. Da haben wir noch keine gepresst. Mal sehen, unsere Heuwiesen, ob da was kommt. Also Heuwiesen. Da können wir noch ein paar Ballen pressen, ne? Heu brauchen wir nicht komplett. Das ist jetzt voll. Den Rest wieder rein, vorm Silo. Leider geht nur vorm Silo. Im Silo geht nichts rein. Ich möchte aber nicht woanders einen Haufen machen. Wäre ungünstig. So. So, mal gucken. Das sieht schon mächtig mau aus hier. Das sind 33, kriegen wir raus. Machen wir 20. Der Rest morgen früh halt, ne? Wahnsinn, ungünstige Zahl, hätte man. 19 wäre besser. Oder halt 23. Genau 6. Das haben wir nehmen können. So, machen wir halt 2x6. Also, das haben wir 3 und 6. So wird man gelernt, ne? Na, komm. Jetzt wäre es der Futterroboter. Menage, ein Tag und 17. Oha. Gucken wir, die Grasmenage bald gut ist. Die 6 genau rein in den großen. Warum auch coole Sache. Oh, oh, oh. Jetzt an 5. Da müssen 5 auch reichen, ne? Ups. Dass da hinten die Wand ist, ne?
Neuer Versuch. Das ist so hoch. Wir versuchen den oberen auch noch einen Pixel reinzukriegen, ne? Dann hält der links und rechts den mittleren zusammen. Dann geht er. Aber vom Gewicht her ist das ganz schön grenzwertig. Aber erstaunlicherweise, wenn ich mit Silage vom Silo fahre, dann kippt er nach vorne. Oh, jetzt auch schon ein bisschen kippelt, ne? Muss man sich den immer hinkriegen, also alle vorne hinstellen. Ups. Ja. Ich mache mal. Gut. Auf zum 20 Uhr. Ja, fast. Können wir 12 Stunden Pause machen, ne? Spieltechnisch. Halt. Richtig? Hm, richtig. Klamm. Wir trinken da? Nö. Diese Gras-Sinage wieder alle. Oh, ein neuer Morgen. Kreditzinsen? Habe ich Kredit? Tatsächlich. Für Kredit. So, mal gucken. Was haben wir Ambitionen? Nicht viel. Ein sehr nach Flügen. Aber Flügen, das ist mir uninteressant. Das dauert zu lange. Ich habe Kredit. Das reicht nicht mal lange. Das sieht schlecht aus. Und hier? 16%. Das ist nicht viel. Gut, dann wollen wir halt die BG auslaufen lassen. Müssen die Kühe versorgen. Ja, so schnell kriegen wir keine Silage zusammen. Das dauert noch einen Tag. Ambition haben wir auch keine. Ich wollte ja eigentlich einen Kurs einfahren für mich. Ich könnte ja die BGA stilllegen. Das sieht gut aus. Aber Flügen wäre echt blöd. Mit eigenen Fahrzeugen ist das also so eine Sache. Weil du brauchst ja mehr Geld, um das eher zu reparieren und Diesel und so ein Zeug. So, komm her. Butter. Butter. Das kommen wir noch weit weg. Weiß ja gar nicht. So, komm her. Was habe ich im Lager? 33.000. Wollen die haben?
Wir können mit Sorgen hier sein Geld verdienen. Das nehmen wir an, ne? Wo ist der LKW? Da vorne. War schon so weit. Sind zwar nur 50.000, aber immerhin, ne? Aber die BGA können wir echt nicht bedienen. Das ist, ja, man könnte theoretisch, ja, Graslader geht definitiv nicht, da haben wir nichts. Hafer aber noch viel da. Da verkaufen wir alles. Wo soll's hin? Eine Mühle. Eine Mühle. Im Grunde weiß ich genau wo, aber ich richtig, da sind ja zwei Dinger zum Abladen, ne? Ich habe 1,2 Millionen Schulden, wo ich dann die ausgegeben fürs Feld bestimmt, ne? Das kann sein, die einzelnen Wiesen. Die Wiesen dann ausgegeben, die Wiesen. Da ist nichts reif. Aber schon mal eine Stunde weiter. Das kommt alles morgen um. Ja. Also die Ballenpresse, die brauche ich. 6 Uhr Zeit überhaupt. Oh, 3:10. Geht's morgen weiter? Oh, Name da. Warum fahren wir noch Titel eintragen auf YouTube? Für 21 Folgen. Muss sehr kreativ sein, ne? Titel kann alles entscheiden zwischen Einschaltquote oder Flop. Das keiner vorher weiß. Nach dem, was gesucht wird oder nach dem, was anspricht, ne? Da, ja, da. Oder kann man da auch verkaufen? Mal gucken. Oder kriegen wir hier nur raus? Anscheinend beides, ne? Ich verkaufe alles. Dankeschön. So. Gleich mal abschließen. So. Auf zum Hof. Gut, schon, das sollte schon heute gewesen sein. Ich sage noch Dank, dass ihr reinschauen. Ja, ciao. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.